Schalke muss jetzt verdammt aufpassen. Das ist, wird mehr und mehr zum Fußball für Veganer. Da ist alles ohne Ball und ohne Technik. Wenn man das mag, kann man da hingehen. Das hört sich jetzt polemisch an, aber es gibt überhaupt kein Offensivkonzept. Es gibt nach wie vor kein Offensivkonzept. Die Hinrunde ist fast vorbei. Du hast 14, 15 Tore geschossen, davon 4 oder 5 per Elfmeter. Das Zweikampfverhalten von FC Schalke 04 gestern Abend war vergleichbar, oder gestern Nachmittag war vergleichbar mit einem Pazifistentreffen. Ja, also, das hatte mit Zweikampfführung nichts zu tun, das meine ich jetzt nicht böse. Aber wenn ich keine Zweikämpfe aufnehme im hinteren Bereich, dann kann ich auch keine Zweikämpfe gewinnen. Und Domenico macht mich alles sofort. Aber mit Sicherheit will er sich selber nicht schützen. Also, ja. Das ist ein ganz, ganz ehrlicher Typ, der hervorragendes Training macht. Ich habe es 2, 3 Mal mir angeguckt, das muss ich wirklich sagen. Aber, jetzt kommt das Ja, aber. Ich stelle mir, oder alle Schalker stellen sich die Frage, ist er das, was er nach außen ihnen vorgibt, macht er das genauso wörtlich mit der Mannschaft auch? Wenn er das genauso mit der Mannschaft machen würde, dann habe ich das Verständnis für, dass die Mannschaft, wo wir gestern zum Beispiel den Eindruck vermittelt, dass sie total overcoached sind. Wenn ich dann hingehe und da zitiere ich das Spiel oder Aussage vom Domenico nach dem Spiel gegen Hertha BSC, es ging um Ballbesitz und wie auch immer, es kam der Satz, der wirklich liebend gerne immer wieder von den Fußballtheoretikern genommen wird, der Druck am Ball determiniert das gesamte, also kollektive Verhalten. Weißt du da als Spieler, was mir ernst war? Herzlichen Glückwunsch. Gar nicht verstanden. Peter, kannst du nochmal wiederholen den Satz, bitte? Der Druck am Ball determiniert das kollektive Verhalten. Das kollektive Verhalten? Verhalten. Aha. Hängt das Wissen nur allein im Laptop? Oder was ist mit der Vermittlung zu den Spielern in schwierigen Situationen? Also ich finde, das große Thema bei all den jungen Trainern ist Vermittlungskompetenz. Wie kriege ich das wirklich erzählt? Und da muss ich auch nicht irgendwie in komplizierter Sprache schwafeln. Ich muss es einfach vermittelt kriegen. Da muss man sehen, wie Domenico Tedesco damit klarkommt. Das ist eine wirklich monumentale, schwierige Situation gerade. Und da ist vieles so verhaftet, kompliziert bei Schalke und nicht frei, nicht offen. Aber vor ziemlich genau einem Jahr haben wir Domenico Tedesco dafür gefeiert, wie er die Mannschaft in der Halbzeit beim Auswärtsspiel in Dortmund eingestellt hat, weil er die richtigen Worte gefunden hat, weil er genau die richtige Sprache gefunden hat. Und nichts seitdem deutet darauf hin, dass sich da etwas grundsätzlich nach innen geändert hat, dass er den einen oder anderen Scharmützel mit Spielern, die nicht mehr so zum Zug kommen, die ihn enttäuscht haben, dann tatsächlich noch ausficht, das mag ja durchaus sein, aber das ist nicht Kern des Problems. Kern des Problems ist, dass du mit 5 Niederlagen in die Saison gestartet bist, bist plötzlich in einer Notsituation, du musst dein gesamtes Spielsystem umwerfen, den Kader, den du dafür ausgerichtet hast, ursprünglich mal mit Rudi, taucht in diesem Spielsystem, das sie dann zur Sicherheit das Ende der Experimente dann aufbauen mussten, kann da nicht mehr funktionieren, so wie du es gerade gesagt hast. Der ist komplett verloren. Dir fällt der gesamte Sturmreihe aus. Dabei haben sie nach dem 5. Spieltag ja noch einigermaßen gut gepunktet. Ja? Also ich glaube, das Problem liegt woanders. Es liegt nicht unbedingt beim Trainer.